Ja, Wolfgang Holbein ist jetzt auch bei mir. 45 Millionen verkaufte Bücher. Meine Herren, wie bewegend ist das für Sie, wenn Sie eben wissen, dass das, was Sie schreiben, das, was Sie sozusagen sich eben ausdenken, eben bei den Leuten so gut ankommt? Also es ist immer noch ein bisschen unwirklich. Es ist eine Dimension, die ich selber nicht so ganz verstehe. Es ist viel, also das reicht mir eigentlich. Es ist natürlich auch über mittlerweile fast 40 Jahre und weltweit, dann relativiert sich das. Aber es ist ein schönes Gefühl, ja. Wenn man etwas macht, was so vielen Leuten gefällt, natürlich ist es toll. Wo nehmen Sie alle Ihre Ideen her? So verrückt das klingt, eigentlich aus dem Alltag. Also ich bin eigentlich gar kein kreativer Mensch. Ich brauche immer irgendwas, woran ich arbeiten kann. Vor einem weißen Bildschirm oder einem weißen Blatt Papier fällt mir nichts ein. Ich muss irgendwie, jede meiner Geschichten hat ihre Wurzeln in der Wirklichkeit. Das sind manchmal banale Sachen. Ein Bild, das ich sehe, die Wolfgang zum Beispiel, das war irgendein Gespräch und da ging es um Vampire und da kam einer auf die Idee, war gar nicht mal ich. Ein Vampir, der kein Blut sehen kann, wäre ja auch ganz lustig. Und das war so der erste Stein. Und dann kam eben noch die Fee dazu mit Flugangst und der Werwolf mit der Katzenallergie. Das war die Grundidee. Und darum bastelt man dann Geschichten. Was würden Sie denn sagen, was fehlt vielleicht so ein bisschen in der deutschen Landschaft? Also was Sie halt eben mit reinbringen? Weil ich finde, das, was Sie so bisher gemacht haben, das ist wirklich was eben also unglaublich viele Menschen auch interessiert. Ich habe es auch mal auf einer Convention erlebt in Bonn. Mhm. Da hat man ja auch gemerkt, dass es sozusagen eine riesengroße Fanbase gibt. Aber das machen viele andere machen ja eher so Belletristik und so. Wo würden Sie eben sagen, ist das, was Sie sozusagen, diese Nische, die Sie ausfüllen, sehr erfolgreich, eben auch wichtig für die heutige Literaturszene? Also ich glaube einfach das Leichte, das nicht alles immer, man muss nicht immer gleich die Riesenbotschaft verbreiten, man muss nicht die Welt verbessern. Einfach leichte Unterhaltung, das bedeutet ja nicht, dass sie seicht, schlecht oder trivial sein muss. Aber es traut sich kaum jemand zu sagen, ich schreibe Unterhaltung, ich stehe auch dazu. Wenn mir jemand sagt, ich lese deine Bücher nur, weil ich 2 Stunden in eine schöne andere Welt flüchten möchte, bin ich völlig zufrieden. Wenn er sagt, ich habe für mich auch noch was daraus gezogen oder es hat gar mein Leben verändert, umso besser. Aber ich schreibe eigentlich Bücher mit dem gleichen Anspruch, mit dem ich Bücher lese. Ich möchte eine spannende Geschichte erleben. Mehr will ich nicht. Letzte Frage noch von mir. Gibt es noch so ein Lieblingsprojekt, was Sie vielleicht noch verwirklichen wollen, wo Sie jetzt sagen, das würden Sie unglaublich gerne noch zu Papier bringen? Eigentlich nicht. Also das Klügste, was mein Agent jemals zu mir gesagt hat, war, eine gute Idee niemals aufheben, dann macht es ein anderer. Wenn ich eine Idee habe und sage, das muss ich jetzt machen, dann mache ich es auch. Ja. Super. Vielen herzlichen Dank. Gerne schön.